Name ist Aschken. Ja, Aschken. Danke schön. Oh, der Netkopf über dem Auge. Der Meierbach. Guck mal. Guck mal, Leute, wir haben Apfelbäume. Ja. Voll, ey. Erster Mal so voll. Guck mal. Weglohn. Ich finde hier nass, Alter. Weil der hat heute 1 Kilo Fleisch gegeben. Guck mal. Haselnuss. Aber echte von Schwarzem Meer. Ja, von Gillerson. Boah. Haselnuss direkt aus der Türkei. Beste Haselnuss. Kommt von Gillerson. Deswegen. Ich finde nichts so bumm. Was findest du nicht? Nüsse. Sag mir Flug. Hier. Guck mal hier. Ja, ich hab als klein, wenn so Regen, Schildkopfler mir gezogen. Ja, und dann haben wir verkauft jetzt, wenn der Regen gewandt. Also der liebt das von meiner Hand. Salam und Alik. Alikum Salam. Vorsicht, alles frisch lackiert hier. Wie geht's Ihnen, Yalçın Baba? Na Demek, wie geht's Ihnen? Ihr juckt die Fresse, ne? Erklär mal, was ist das? Was soll... Das ist, ja, eine Kanone ist das. Self-made? Aus dem Beistelltisch haben wir eine Kanone gemacht. Jetzt haben wir die Kugel. Ah, das ist die Kugel für die Kanone. Das ist die Kugel. Die bringe ich noch in Bewegung, du. Und ist mit Licht. Lichtschalter. Und die kommt da oben drauf. Oh, der zerfetzt das, als wäre es ein Bonbon. Ja. Richtig dicke Ecke. Guck mal hier. Das ist komplett Knochen hier. Dieser Durchmesser hier. Von hier oben. Guck, das ist auch schon Knochen. Alles weg. Boah. Guck mal, er hat das komplett abgeschnitten. Diese ganz dicke. Das ist alles Knochen, ne? Nur nichts auf Fleisch, das ist alles Knochen. Ich hoffe, das wäre ein Kaninchen. Wie fühlt sich dabei? Du bist so ein Assi, Digga. Nein, sie kommen mir gerade. Hä? Das ist egal. Was, ey? Ja, was soll man denn sonst sagen? Penisse raucht mich? Was sagt man denn? Guck, was hat der Papa für mich gemacht? Hier ist unser Red Bull. Jacuzzi. Heimlich kauft er immer Blumen. Guck. Wir kommen jetzt zu unserem Paradies. Ja. Baba Romantiker, ne? Ja, macht er immer. Egal, so muss das. So muss das. Ja, so muss da auch ein Mann sein, wenn du groß bist. Ja. Warte, das sind so die Kleinigkeiten. Das ist alles so. Okay, jetzt gebe ich den so quer. So, gerne. Schmeckt
dem richtig gut an. Das ist wie so Footballer für uns. Abo! Oha, wie klein das geworden ist. Ja, ja, der hat den schon halbiert. Oh. Ist das nicht gut für die Knochen oder so? Was ist der Knochen? Der Zähne nicht. Das ist nicht gut für die Knochen, ja, hast recht. Die Knochen, die in seinem Mund gehen, die werden nämlich zerfetzt. Aber seine Zähne passiert gar nichts. Überleg mal, der beißt gerade stärker als ein Löwe, ne? Ja. Deswegen kann er auch so dicke Knochen ohne Probleme zercrunchen, Alter. Und hier siehst du seine ganzen Muskulaturen arbeiten. Boah, fühl mal mit deinen Fingern. Nur so. Oh. Krass, seht ihr, wie das? Du drückst feste, ne? Ja, ja. Dieser Muskel drückt das richtig nach oben. Das war einfach auch mal ein Tier, Digga. Das arme Tier. Lebt vegan statt brutal. Palak lebt vegan statt brutal. Statt brutal? Ja. Yeah. Wie vegan. Er ist vegan. Siehst du nicht so krass am Fleisch? Ich glaube, wir haben mit 20 Minuten Aufnahme nur wieder gegessen. Anne. Ja? How are you today? Ja. Ja. Anne, ich hab mal gefragt, wie geht's dir heute? Du sagst ja. How are you today? How are you today heute? Nein, Anne. Guck, wir reden jetzt ein bisschen Englisch, okay? Kein Englisch. Ja, egal. Das ist witzig. Ach, machen wir Vogelsprache. Üben. Nein, wir üben jetzt. Vogelsprache üben. Hello. Hello. How are you? Gut. Du musst rein. Und wie geht's dir? How are you do? I am good too. I am good too. How was your day? Ich habe Schäde. How was your day? Ruhe lassen. Box ist die mich. Wir machen Englisch. Jo, bana dayan. Was ist das für ein neues Projekt? Kanone? Ja. Wen willst du abschießen? Die Nachbarn oder was? Fremdlinge. Warte mal, diese Idee gekommen, Jalcan? Ja, da oben so ein großer Kasten. Da und war ein Motor drin, da wollten sie wegschmeißen. Wo? Und das kommt auf das Schiff. Und das ist die Kugel dafür. Ach so, was für ein Schiff? Ein Schlachtschiff. Wo willst du das denn hinbauen? Ich mach das schon hier. Nur irgendwo krieg ich noch Platz hier. Kriegt vier Räder und dann will ich das hier reinrollen. Vielleicht mache ich daraus. Vielleicht platziere ich den Grill da rein. Lach mal. Mm-mm. Lach mal. Du bist aber schön Japsen. Lach mal richtig. Was geht YouTube über bei Japsen? Ja. Ah, haben wir noch nie gemacht, ne? Ja. Was geht YouTube? Hier ist wieder Yalcin Baba TV. Willkommen in Familie Kanbay. Wir werden heute einen Familienausflug machen. Ich bin schon mal vorbereitet. Die haben keine Schirme. Wer gleich unter meinen Schirm kommt, kriegt den Schirm auf den Kopf. So, weitermachen. Wenn kein Hund, kann ich auch. Ah, warum ist das so eklig? Was? Schmeckt gut, Haselnuss? Ah, ne! Was ist bei dem Schiff gelaufen? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Du warst ja schlimm, aber der ist die Krönung, ey. Hör auf zu lachen, ich schmier dir gleich ein. Was denn? Was gibt es da zu lachen? Wer ich? Niemals, du. Ich hab dir beigebracht, wie man mit dem rausgeht.
Ich war. Soll ich dir mal beibringen, wie man auf Fresse fliegt? Aber. Gib mal diese Ende. Also an Nebrach. Denn ist ein Jüdi. So, lass du Ende los. Ja, lass du mich los. Lass Ende los. Was ruhig, Wallah. Du hast Wallah. Bevor dein Kopf in diese Brennnessel landet. Der seine Rolle übertreibt, aber der Malzett stehen getötet. Ja und? Ja, was? Brennnessel! Ja und jetzt? Ey, alles brennt! Bei mir auch, mein Finger. Ey, war gar nicht witzig, ne? Sei ehrlich, wie fandst du den Brennnessel-Prank? Weini? Weini Schweine? Ja, reicht! Was? An der Band Jenkins Hanna Prank gehabt. Gut gemacht. Gut gemacht. Back, Mama sagt gut gemacht. Guck mal. Hast du mir gesehen, wie man das sagt? Weil das haben so brennend! Och, Jackson-Ratin, Jackson! Wir machen doch nur Spaß, der übertreibt seine Rolle. Was? Du schmeißt mich schon mal in seine. Hey, übertreib deine Rolle. Geh weg, miep, miep! Baba, der provoziert übertrieben krass. Ormana gömeyim mi oğlum? Yok, bırak. Lazım olur. Ich so, der fuck dich ab in letzter Zeit. Bunu ormana gömeyim mi? Der sagt, yok, bırak. Lazım olur. Yarışıyoruz ki neyse. Ganz schön. Ja, weil ich gut bin. Ja. Hast du Angst? Ja, ja. Jetzt andere Rüden oder andere... Hör, oğlum. Was ist los mit dir, Junge? Lass, ich hab Angst, dass sie ausrutscht. Was laberst du? Lass sie doch Spaß haben, Junge. Die ist mehr Kind als du, Junge. Du bist einfach nur ein kranker Junkie. Nein, da. Wir laufen in den Wald. In diesem Wald habe ich auch den Hasen vergraben, den er umgebracht hat. Das ist. Hey, Brax, ihr seid ihr. Ihr habt den nicht gegessen wegen den Haaren? Boah, da war der Krall ganz anders. Unser erster Hund. Der hat den Hasen gejagt, ja, sicher. Ich weiß. Nee, der hat rumgeklaut, der hat die Knochen so gebrochen und so, aber als es zum Essen ging, hat er nicht gegessen. Der hat den Hasen mit Haut und Knochen gegessen, der Krall. Und nächsten Tag hat er das alles ausgespuckt. Das Fell ausgespuckt. Heimi Barek. Lass mal riechen. Heimi Barek, Lavanta. Und nur das hier ist nicht gelmio. Boah, das riecht krass. Ja, ja. Und kaufst dir so einen Blumenstrauß, der 30, 40 Euro kostet, riecht nach gar nichts. Hat ein neues Steak. Den musst du mal bürsten, ne? Hier mir Sachat nix Hände. Oh, Mama, dann gänzen wir denn. Wenn das nicht schwer wäre, würde ich das mitnehmen. Was? Ja, ne? Kann man auch schön bauen, ne? Was willst du denn daraus machen? Ja, ich schick sie hier. Ein Sitz. Sieht aus wie eine Schildkröte, die auf dem Rücken gefallen ist. Wirklich? Zum Beispiel. Aber wirklich? Mal unten rechts, wenn, links die wenn, Beine. Wenn hier nicht hätte. Ja, so eine Schildkröte, aber die auch. Andersrum auch gucken. Ja, wasch, Anne, dein Bell. Ja, ja wasch, Jepp, Anne. Oh, das ist schön, ey. Anne, aber ich nehme Bescheid, man ist so geil. Mein Sohn. Die nehme Bescheid, man ist so geil. Wussten war's denn? Ne, hat man gesagt. Aber wenn ich so mache, dann steigt noch mehr. Miep, miep!
Hier, guck, Rampe. Um hier rüber zu springen. Ich hab Hunger. Ich auch. Ich hab auch Hunger. Und Grill dauert immer noch Grill, lange. Papa. Der Grillmeister. Ja, ich hab sauber gemacht. Alles. Und Cengiz hilft. Papa muss beten. Cengiz ist rechte Hand. Oh, bei der immer. Und Cengiz bringt alles Baba. Und der mit Janik. Richtig. Ich esse. Die guck. Nur Aik. Ich muss ja auch eine Aufgabe haben, ne? Probieren, schmeckt oder nicht. Genau, richtig. Was war die wildeste Geschichte, die du mit Kral erlebt hast, deinem ersten Hund? Der ist ja mit dem Tyson, mit so einem Labrador groß geworden damals. Ja, das war sein bester Freund. Und ja, Tyson war plus minus meine Fernbedienung. Weil wenn der hörte ja wenigstens. Wenn wir Tyson gerufen haben, kam der Kral natürlich auch. Dann haben wir die im Park losgelassen. Ich dachte, das würde funktionieren. Aber Jagdtrieb. Tyson kam zurück. Der Lavi. Kral nicht. Ich habe den locker über eine Stunde gesucht. Ja, ganz zum Schluss. Gott sei Dank, der hatte ein Halsband mit so einem Glöckchen. Hatte ich damals aus der Türkei mitgebracht gehabt. Und Kral. Natürlich bin ich durch das Geräusch von das Glöckchen immer in die Richtung gelaufen. Da war der kräftig am Buddeln an so einem Baum. Vor dem Baum war der am Buddeln. Ja, typisch Hirtenhunde. Ende vom Lied war, hat er so ein Loch gebuddelt, war schon unterm Baum. Ich zieh den am Nacken, also am Halsband, nix. Vor allem habe ich ein Quieken gehört. Was meinst du, was der im Maul hatte? Ein Kaninchen. Ja, ich wollte ihm das wegnehmen, hat er mir die Zähne gefletscht, ne? Das ist dann natürlich ein anderes Charakter. Das ist ein Achsereimalakusse. Die sind gekreuzt mit Englisch Mastiff. Ich denke, dafür hat der Junge so kräftig gearbeitet und hat das Kanickel noch rausgeholt. Ja, war da komplett aufgefressen. Komplett mit Kopf und Fell. Er hat davon nichts übergelassen. Also mir, dass er mir die Zähne gefletscht hat, das fand ich ihm übel. Hab natürlich geschimpft, aber ne, das juckte den gar nicht. Sag noch dem Motto, das ist mein Fressen, da geht keiner dran. Und aber am nächsten Tag, ne, geh ich mit ihm raus. Die nächste Ecke. Normalerweise geht der immer in eine Büsche. Ne? Ey, mitten auf dem Gehweg. Da hat er das ganze Kanickel mit Fell komplett rausgekotzt. Ach, mit dem habe ich viele Sachen erlebt. Oh, hat er was gesehen. Das müssen wir da rausbuddeln, Jungs. Irgendwie egal. Guck mal, das ist Glas. Wenn das zu heiß wird, hol mal so einen Stock bitte, Cengiz-san. In aller Liebe. Ne, so was muss nicht sein. Nicht, heb auf, ich schmeiß das weg, heb auf. Das ist gefährlich, Herrschaften. Also so was nicht in die Wälder schmeißen, vor allem Glas. Alayım mı? Ya. Sen al. Sağlam mısın? Keine Faxe. Weibchen, oder? Jetzt München. Vier Weibchen. Das nur lauf lieber. Ich kann nicht mehr, ja. Ja, aber hast du doch noch gut gehandelt. Ja, den noch. Noch geht es. 3, 2, 1, go. Was meint er damit? Ja, so genau. Die Bauchschläge. Da gab es ein paar Bauchschläge. Meine Schüsse von uns sind viele durch Einwohn. Ich hoffe, eure Kommentare, Leute. Liebe an jeden Einzelnen. So Leute, wir gehen jetzt in den Garten gemeinsam und werden dort ein bisschen grillen. Jetzt ist der Spaziergang vorbei. Wir haben
Wir sind ungefähr 2 Stunden lang im Wald spazieren gegangen. Ich hoffe, euch und euren Familien geht's auch gut. Angekommen wieder im Garten. Könnt mir auch gerne auf Instagram folgen, Leute, auf TikTok folgen, auf Snapchat folgen. Alles einmal hier verlinkt. Genauso auch Genghis an meinen kleinen Bruder, der hat jetzt seine 40.000 auf TikTok geknackt. Folgt ihm auch gerne auf TikTok. Er macht dort auch sehr, sehr coole Videos. Hört ihr diesen afrikanischen Vibe, Leute? Die machen da richtig Party. Leute, ich liebe den Vibe von Afrikanern. Ich weiß nicht, ob die meisten das von euch wissen oder nicht. Aber irgendwann, wenn ich eine Frau habe, inshallah, und eigene Kinder, will ich auch ein Kind adoptieren. Und ich will unbedingt einen Schwarzen adoptieren. Aber das ist schon ein Wunsch von mir, seitdem ich ganz klein bin. Ich gehe jetzt kurz nach Hause scheißen, weil ich kann nicht im Garten kacken. Deswegen einmal einsteigen bitte in diese Mercedes. Bismillahirrahmanirrahim rein. Jetzt zieht euch mal rein, in was für eine Parklücke ich reingeparkt bin. Und erste Umdrehung perfekt drin gewesen. So, Leute. Jetzt ist schon das Fleisch ready. Da ist der Grill. Da ist der Grillmeister. Ja. Das sieht auf jeden Fall saftig aus. Salam alaikum. Film nicht, alles gut. Alles gut. Ja, der hat Mama die Linie. Alles Boah, so schmecken die am besten, die Pilze, ne? Direkt am Grill. Hähnchen braucht ewig lange, ja. Die Schmischmethode. Hä? Der war okay, kann man noch ein bisschen lassen, auf jeden Fall. Mantar hier, das ist richtig lecker. Mit Salz, probier doch mal. Leute, schreibt in die Kommentare, mögt ihr Champions? Ja, danke. So, Leute, wir sitzen jetzt hier alle gemeinsam abends. Lerner Sahne, Grillmeister. So, Leute, nach dem Essen eine Runde Tavla mit dem Meister. Lecker. Und ein Chai dazu. Yalçın babanın çayı çok güzeldir. Evet. Meşhurdur yani. Liebe gemacht. Gelmedi. Sebaydı. Sebaydı. İntihar etti. Ich habe gesehen, Wassermelone nimmt der und dann macht er Zitrone drüber. Und ich habe so ein Video gesehen und dann isst er das. Und das soll wohl geil schmecken. Ich bin gespannt. Schmeckt bestimmt nach Döner, ne? Bismillah. Kennst du diese Videos? Ben oluyorum da. Vallahi wie krass. Ja. Möchte ich auch. Gib mal bitte. Hab ich. Ach so, sag gleich. Jetzt hast du doch. Probier mal. Doch. Warte. Egal. Babaya denetelim, ne diyor bakalım. Anne. Was? Dene. Boah. Wassermelone mit Zitrone. So sauer ist das aber nicht. So, Freunde, wir hoffen, euch hat der Familienvlog gefallen. Wir lassen jetzt noch den Abend ausklingen gemeinsam. Ich würde sagen, lasst dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, falls es euch gefallen hat. Und vergesst nicht, das Video zu teilen.
und den Kanal zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. GMTV, peace Moment. Out. Moment, ganz kurz nochmal. In den Wäldern, wenn euch leere Bierpullen oder Glas, sei es auch Müll, packt das bitte weg. War ein schöner Tag, danke. Kinder.